Also wirklich, das Level ist richtig, richtig schlecht. Heute ist echt mein Pechtag. Yay. Wir starten erneut durch. Endlos auf schwer. Level 1. Japanisch. Oho. Okay. Sieht nach einem Gimmick-Level aus. Müssen sofort springen wahrscheinlich. Ist das machbar? Gibt es da so einen One-Frame-Jump, wo das geht? Oder wie ist das? Oder muss ich einfach schnell genug sein? Ja, vielleicht so reinrutschen und dann springen vielleicht direkt. Ja, jetzt Reset Doors. Wie geht es? Wisst ihr das? Schreibt es mir mal in die Kommentare. Vielleicht weit links landen? Oder weit rechts? Und geschafft. Das war's. Ja, spannend. Simple Piranha Position. Okay, da bin ich meistens nicht so gut. Oh, da ist der... Ah, der Ball am Anfang. Ich mag ihn überhaupt nicht. Das finde ich immer blöd an der Clear Condition, dass man nicht sieht. Okay, gedacht, da komme ich nicht ran. Aber simpel ist so eine Sache. So, diesmal hat es geklappt. Nice, hier hoch. Hier runter auf jeden Fall, ja. Die Leben wollen wir nicht haben, brauchen wir nicht. Dazwischen landen. Ah, das ist so eng, das hätte ich nicht gedacht. So, diesmal bitte nicht getroffen werden, jawohl. Hier immer noch nicht. Und hoch. Okay, 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 okay. Okay, wie kommen wir da rüber? Ist es hier machbar mit so einem Sprung? Ah, ganz knapp wahrscheinlich. Oh Gott, der sieht hart aus. Sieht richtig, richtig schwer aus. Ich bin leider kein Freund von Precision. Vor allem nicht für solche Precision. Wir skippen das Level und schauen, dass wir noch was Gutes kriegen. Können wir mit 2 Leben dieses japanische Level schaffen? Wir werden sehen. Sieht nicht gut aus, Freunde. Sieht überhaupt nicht gut aus. Letztes Leben. Gehen wir lieber gleich drauf. Ne, warten wir lieber, bis der weg ist. Okay, der geht nicht weg. Okay, da kommen uns Gegner entgegen. Und das war's. Endlos war schwer. Level 1 von Y. Okay. Wieder japanisch. Muss ich einen richtig guten Walljump machen wahrscheinlich. So in der Art. Mal gucken, ob ich es hinkriege. Okay, wir müssen ein bisschen länger warten und dann klappt das schon. Hoffe ich zumindest. Weil es schon sehr eng war. Ich habe sofort meine Mütze angehauen. Ah, Mist. Hat gerade das Boden verlassen gezählt, als ich da kurz... Gucken wir nochmal einen rückwärts an. Das war sehr komisch. Heute ist nicht unser Tag, das skippen wir. Ah, vergessen Bu da zu lassen, das war nicht gutes Level. Naja, vielleicht mal kein japanisches Level bitte? Ja, Thrones Factory Part 2, das klingt richtig gut. Das klingt richtig, richtig gut. Gut, sieht nicht mehr so gut aus, finde ich, wie es klang, aber... Ah, der ist abgedeckt, schade. In die Pipe. Aber es sieht immer noch gut aus bisher. Was kommt da raus? Pilze, okay. Nehmen wir natürlich einen mit. Schnell hier durch. Ja, perfekt. Was machen wir hier? Aha, das war eine coole Idee, fand ich. Brauchen wir die Box? Hier löse ich einen P-Switch aus. Kann man da einen drin verstecken? Nee, oder? Das geht nicht. Hey. Hallo, P-Switch. Oder ob da noch einer? Doch nicht einer drin ist. Aber ich dachte, das geht nicht, ehrlich gesagt. Nee, geht auch nicht. Woher kriege ich jetzt einen P-Switch? Muss ich zurück? Habe ich das übersehen? Habt ihr es gesehen? Also ich habe nichts gesehen. Halten wir nach einem P-Switch Ausschau. Da unten hat es einen... Kann man hier runter? Oh, da kann man runter. Wo das einmal gesagt wurde. Dann können wir gleich den Schalter umlegen. Hier ist ein schlechtes Level-Design, muss ich leider sagen. Aber egal. Weg mit dem. Schalter umlegen. So, zurück. Kriegen wir nochmal 9 Power? Ich glaube nicht, oder? Nee. Okay. Jetzt nach oben wieder. Und unter den Steinblöcken durch. Hier wieder den ausspringen lassen. Jawohl. Jetzt können wir da uns auch durchducken. Jetzt machen wir lieber weg. Jetzt haben wir nachher ein Problem. Weg mit der Kiste. So. Unten durchrollen. Oder auch nicht. Okay, P-Switch.
Oh, 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 oh. Oh, der hat ihn aktiviert, die fies Bitch. Das reicht mir ja nie. What? Der ist weg, der Peace Bitch, ne? Der kommt nicht wieder. Ne? Okay, wir brechen aus da oben vielleicht. Ah, bringt uns leider nichts. Kann man nicht drüber. Gut, Neustart. Komm schon, Luigi. Jetzt. Die Kiste ist im Weg. Der Sprung, der war so schlecht. Ach, Mann, oh. Und nochmal. So, diesmal machen wir keine Fehler und gehen hier durch. Okay, wie schnell soll ich sein? Stört mich der Pilz vielleicht? Soll ich lieber klein sein? Das würde mir deutlich helfen, oder? Lieber klein sein. Ich mache mich lieber klein gleich da oben. Das könnte die Antwort auf die Frage sein, wie das funktioniert. Guck, mach mir Schaden. Jawohl. So klein ist es vielleicht schon viel besser. Ich frage mich, ob ich an den Peacewitch rankommen kann irgendwie. Aber egal. Probieren wir es mal so. Okay, schon viel besser, wenn man klein ist. Ich glaube, dass man groß ist, war gar nicht vorgesehen, wenn man ehrlich ist. Wieso auch immer dann da diese Pilze waren, verstehe ich gar nicht. Aber egal, weiter geht's. Hoppla, behalten wir die Box mal, wieso auch nicht? Oh Gott. Okay. Okay, behalten wir sie doch nicht. Durchrennen. Eieieiei. Okay, okay, okay. Hier haben wir jetzt was vor uns. Gucken wir erstmal, was kommt denn hier oben? Okay, oder auch nicht? Dachte, ich habe ihn abgebrochen. Müssen wir wieder schnell denn? Ich hoffe mal nicht allzu schnell. Kommt da irgendwas? Okay. Eine Feuerblume? Was müssen wir machen? Auf die Bombe warten. Okay, währenddessen können wir hier... Oh, wir können Leben farmen hier. Okay, war's das? Ja. Wir müssen leider Schaden nehmen, oder? Der fällt der Eissalat, der Eiszapfen. Okay, wir holen uns den Schlüssel. Kommen die da rüber? Nee, da kommen sie nicht durch. Oh, da kommt was von oben. Oh, in die Türe war das knapp. Eieieiei. Müssen wieder schnell sein. Okay. Alles klar. Schön, dass er überhaupt nicht im Weg war, der Block. Also wirklich, das Level ist richtig, richtig schlecht. Heute ist echt mein Pechtag. Ah, was soll ich machen? Ich gehe jetzt sowieso gleich runter. Feuerblume. Oh, die kommt nicht wegen dem... Okay. Da habe ich kurz Panik bekommen, muss ich gestehen. So, hier müssen wir auch wieder schnell sein. Oh, oh, da bin ich hängen geblieben gerade. Ich hoffe, das war nicht schlimm. Das war schlimm. Das ist verloren. That's my life. Richtig sad. Sehr traurig. So, Feuerbombe ist immer losgeworden. Feuerblume. Ich glaube, wir es hier jetzt auch einfacher haben. Sagte er und bleibt leider hängen. Nein, das Level ist so schlecht. So, jetzt war ich schnell genug. Jawohl. Was kam hier nochmal? Okay, hier bin ich kaputt gegangen, weil der letzte Steinblock hier im Weg war. Genau. Okay, diesmal war er nicht im Weg, weil wir da gewartet haben. Ich meine, zu der Verteidigung, da war ein Pfeil, der gesagt hat, warte hier. Gut macht das Level trotzdem nicht. Okay, in die nächste Pipe.
Okay, was kommt? Vielleicht zurück? Oder? Jetzt können wir hier hoch, ja? Zwei Türen und eine Schlüsseltüre. Hier mal die linke rein. Letztes Leben. Jetzt haben wir ein Problem, Freunde. Lass es leben, wir skippen. 30 Sekunden Japanisch, juhu. Letztes Leben und das hier, gucken wir mal. Okay, hier ein Spin-Jump. Puh, war das knapp. Nochmal ein Spin-Jump, okay. Mach schnell durch, okay. Schnell weg von dem da, das krieg ich auch noch hin. Alles lieber als das vorherige Level. Okay, in die Türe. Saddest Tod des Mano, ich weiß auch nicht, was ich sagen soll. Och, der Run, der war richtig gemein. Aber wir rächen uns noch, let's go. So, diesmal den langen Sprung, wahrscheinlich von der Wand lieber weg. Nee, wir wollen lieber Anlauf. Und geschafft. So ist es manchmal. Der Run war grauenvoll, das Video hoffentlich gut. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.